Hallo ihr Lieben, ich habe mir für heute was ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Und zwar, wir machen gemeinsam eine Räucherung. Und zwar eine Liebesräucherung. Ganz einfach und sehr wirkungsvoll. Ich zeige euch mal. Also ich habe hier meinen Hexentopf. Habt ihr wahrscheinlich nicht, aber man kann auch ein ganz normales kleines Töpfchen nehmen. Ich habe vorbereitet Zimtstangen. Ganz gewöhnliche, die man irgendwo in jedem Supermarkt kaufen kann. Winzig kleine Chili, sehr scharf und feurig. So soll die Liebe auch sein. Rosenblätter. Getrockneten Rosmarin. Den habe ich schon vorbereitet, getrocknet und so weiter. Den mörsern wir dann gleich. Und natürlich getrocknete Mistelblätter. Und fragt nicht, wie ich an die rangekommen bin, weil jeder weiß ja, Misteln wachsen ganz hoch an den Bäumen. Ich habe zum Glück einen Mann, der das gemacht hat für mich. Ja, los geht's. Ich mag Natursachen sehr gerne, darum habe ich keine normalen Mörser. Benutze ich nicht. Ich habe mir ein Stöckchen aus dem Wald geholt. Mit zugeschnitten, passt. Zuerst schmeiße ich die Rosenblätter da rein in meinen Topf. Ich beginne diese zu mörsern. Wenn die einigermaßen klein sind, dass ich sie mit der Hand ein bisschen grober als Pulver darf sein. Rosen ist klar, ist für die Liebe unentbehrlich. Ich nehme auch gemischte Rosenblätter, zum Beispiel rote für die Liebe, Treue, weiße für die Reinheit. Ja. Und ganz dunkelrote habe ich auch immer mit dabei. Die sind dann immer sehr gut, wenn es um das Feurige geht, die Leidenschaft. So, dann kommt Rosmarin rein. Rosmarin, das spare ich nicht. Rosmarin ist wichtig. Rosmarin ist für mich ein absolutes Schutzkraut. Hat man aber früher auch schon, ganz alten Zeiten, für die Liebe verwendet. Und ich mag auch, wenn sich dieses ätherische Öl des Rosmarins breit macht. Es riecht fantastisch. Ich liebe es. Mein Mann sagt nicht, wie Big Waporup. Finde ich jetzt nicht. So, dann kommt der Zimt. Ich nehme pro Portion immer drei Zimtstangen. Ich breche die einmal, tue ich mir leichter und mörser auch den. Zimtgeruch, ich liebe ihn. So, die Chilischoten kann man nach Belieben nehmen, je nachdem, wie viel Feuer man denn gerne hätte. Ich nehme immer 5 pro Portion, die kommen da rein. So, beim Misteln ist es so, man könnte natürlich auch die Mistelstangen dazu nehmen, also diese Ästchen. Ich nehme sie nicht gerne, ich tue die dann immer raus, aber die Blätter, die nehme ich gerne. Es hat nicht umsonst geheißen, früher schon unter Mistelbikes, Entschuldigung, unter Mistelzweig sollte man sich küssen. Das wäre gut für die Liebe und man ist ja darauf. Ja, so sehe ich es auch. Ich liebe Misteln. Ich sammle die immer im Frühjahr und im Herbst sind die dann schön. Also diese Mistel ist schon ein Jahr alt. Und diese Beeren, die da dran sind, die trockne ich immer mit, die nehme ich auch immer ganz gerne dazu. Da sind jetzt auch welche dabei, ganz klar. So, und wenn ich das dann alles so mörser ich das richtig gut durch. Ich kann euch sagen, das riecht sehr, sehr lecker. Der Zimt macht sich da drinnen richtig schön breit. Und wenn es dann
So richtig schön. Meine Katze schreit im Hintergrund. Stört euch hoffentlich nicht, die ist gerade rollig. Ja. Okay. Ich habe jetzt alles sehr klein gemörsert. Es ist jetzt bereit, dass man es räuchern könnte. Man kann das sehr fein machen, man kann es aber auch sehr grob machen. Ich mag es immer so im Mittelding. Es soll nicht wie Sand sein. Es soll schon ein paar Körner noch zu sehen sein. Ich mag das sehr gerne. Diese Räucherung ist jetzt speziell für die Liebe gemacht. Ich habe mir vorgenommen, ihr kriegt jetzt über die Rauhnächte, also von jetzt an über die Rauhnächte, jeden Tag ein kleines Video von mir. Wir überlegen uns jeden Tag was Neues, was ich euch zeige aus meiner Hexenwelt, wie ich so arbeite. Und hoffe, dass ihr viel Spaß dabei habt. Und ja, ich würde sagen, morgen machen wir mal ein Talisman gemeinsam. Wir bleiben bei der Liebe. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt diese Räucherung auch über Weihnachten machen, also für euch Weihnachten, ich feiere Jul, aber ihr werdet mit Sicherheit angenehm überrascht sein, was sich alles ergibt, wenn dieser wundervolle Duft sich in eurer Wohnung breit macht. Es ist einfach nur genial. So, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und grüße euch ganz herzlich. Tschüss!